Thema Stuttgart 21, Zukunft und Chance für Baden-Württemberg. Das Wort erteile ich dem Herrn Ministerpräsidenten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Stuttgart 21 hat in den vergangenen Wochen viele Menschen im Land bewegt. Der Konflikt über dieses für ganz Baden-Württemberg entscheidende Bahnprojekt hat starke Emotionen erzeugt. Und es hat im Schlossgarten Szenen gegeben, die sich nicht wiederholen dürfen. Auch mich haben die Bilder berührt und ich bedauere, dass es dazu hat kommen müssen. Ich will alles dafür tun, dass der Einsatz der Polizei am vergangenen Donnerstag objektiv und fair bewertet wird. Deshalb war es mir wichtig, dass der Innenausschuss dieses Hauses schnellstmöglich über die Geschehnisse beraten konnte. Unser Mitgefühl ist heute bei den Verletzten auf beiden Seiten. Der Streit, meine Damen und Herren, um ein Eisenbahnprojekt darf nicht dazu führen, dass Menschen verletzt werden. Weder unter den Demonstranten noch unter unseren Polizistinnen und Polizisten. Für mich ist klar, ich habe großen Respekt vor den Bürgerinnen und Bürgern, die in dieser oder in jener Frage friedlich und mit legalen Mitteln für ihre Meinung auf die Straße gehen. Und ich akzeptiere, dass es wie bei allen großen Vorhaben natürlich auch an Stuttgart 21 Kritik gibt. Doch wir müssen dafür Sorge tragen, dass bei aller Kritik und bei aller Auseinandersetzung in der Sache Menschen nicht mehr zu Schaden kommen. Ich sehe uns hier alle gemeinsam in der Verantwortung, auch die Initiatoren und die Veranstalter von Protestaktionen. Ich bitte alle Akteure um ihre Mitarbeit. Die Protestaktionen müssen friedlich und legal bleiben. Die legitimen Demonstrationen dürfen keine Bühne für Rechtsbrüche bieten. Und es muss deutlich werden, dass auch Beleidigungen und Bedrohungen keine Mittel der demokratischen Auseinandersetzung sind. Deshalb sage ich auch, wer nach dem letzten Donnerstag noch eine Verschärfung von Protesten oder Ähnlichem fordert, der tut der ganzen Entwicklung nichts Gutes. Ich empfehle uns allen, die Debatte heute und die kommenden Tage zu nutzen, um Atem zu holen, um in sich zu gehen. Geben wir uns die Chance, die Atmosphäre zu beruhigen. Es ist richtig, die Konfrontation um Stuttgart 21 tut unserem Gemeinwesen nicht gut. Lassen Sie uns deshalb darüber sprechen, was wir alle gemeinsam dafür tun können, um Maß und Besonnenheit zu fördern. Meine Damen und Herren, ich setze mich sehr sorgfältig mit den Argumenten der Projektgegner auseinander. Und das nicht erst seit ein paar Wochen, sondern schon seit vielen Jahren. Und gerade deshalb bleibe ich bei meiner Überzeugung. Baden-Württemberg braucht Stuttgart 21. Wir wollen dieses Projekt, weil wir vor allem die großen Chancen sehen, die es der Stadt Stuttgart, der Region und unserem ganzen Land bringt. Aber genauso deutlich sage ich, unsere Hand bleibt ausgestreckt zum Dialog. Unsere Haltung war immer, nur die Arbeiten vorzunehmen, die für die Realisierung des Projektes zum jeweiligen Zeitpunkt notwendig sind. Die Projektträger sind deshalb bereit zu einem klaren Signal und werden deshalb den Abriss des Südflügels vorerst nicht beginnen. Ich habe nach wie vor auch große Achtung davor, dass der Kollege Kretschmann bereit war, mit mir gemeinsam zu einem ersten Gespräch einzuladen.
Leider wurde unser gemeinsames Angebot ausgeschlagen. Und ich habe es ebenfalls sehr bedauert, dass die Funktionäre der Gegnerbewegung den Dialog auch im zweiten Anlauf unmittelbar wieder abgebrochen haben. Meine Gesprächsbereitschaft gilt. Deshalb werde ich mich morgen mit einigen Schülerinnen und Schülern aus Stuttgart treffen, die am vergangenen Donnerstag im Schlossgarten mit dabei waren. Ich sehe dieses Treffen als eine Chance dafür, eine erste Brücke zu bauen und gegenseitiges Verständnis zu begründen. Und ich erneuere heute meine Einladung zum Gespräch an alle Projektkritiker. Mein Aufruf lautet: Schaffen wir gemeinsam einen Rahmen dafür, dass der Dialog möglich wird und dass die Sachargumente wieder die Diskussion bestimmen. Ich bin zuversichtlich, dass es einen solchen Weg zur Versöhnung gibt. Um zusätzliches Vertrauen aufzubauen, führt dieser Weg aus meiner Sicht über einen unparteiischen Vermittler, der alle Seiten einbezieht, ohne Vorbedingungen, so wie ich es mehrfach vorgeschlagen hatte. Vor allem anderen geht es jetzt darum, dass geredet wird. Herr Kretschmann, ich greife Ihren Vorschlag auf. Ich habe deshalb Herrn Bundesminister AD Dr. Heiner Geißler gebeten, Fachleute, Projektgegner, Projektbefürworter und andere mehr an einen Tisch zu bringen. Er ist bereit, als objektiver Vermittler aufzutreten. Herr Dr. Geißler verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich des Interessenausgleichs und der Schlichtung. Heiner Geißler stammt aus Baden-Württemberg und er kennt Land und Leute. Er genießt hohes Ansehen über alle Parteigrenzen hinweg. Ich danke ihm, dass er diese schwierige Aufgabe übernimmt. Ich bin überzeugt, dass es ihm gelingen wird, einen guten Gesprächsfaden zu knüpfen. Mein Angebot ist und bleibt: Lassen Sie uns über alle offenen Fragen diskutieren. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass sich die Bürger bei all diesen Fragen einbringen können und an der Zukunft ihrer Stadt mitarbeiten. Sprechen wir ganz konkret über die Architektur im Rosensteinviertel. Wir wollen dort keine bauliche Gigantomanie, sondern die Architektur behutsam entwickeln. Sprechen wir ganz konkret über die neuen Bäume im vergrößerten Schlossgarten. Sprechen wir ganz konkret über die Nutzerfreundlichkeit des neuen Bahnhofs. Ich kann mir dazu eine umfassende Dialogagenda Stuttgart 21 vorstellen. Neben den Gesprächen auf Spitzenebene könnten wir viele einzelne, thematisch klar zugeschnittene Informations- und Gesprächskreise zu allen Diskussionspunkten und Gestaltungsfragen einrichten. Hier sollen dann Projektgegner, Befürworter und Fachleute zusammenkommen und öffentlich über die konkreten Einzelfragen sprechen. Unter anderem können das sein die Gestaltung des Schlossgartens, Aspekte der Geologie und Schutz der Mineralquellen, technische Fragen und vor allem auch Sicherheitsthemen, Optimierungen im künftigen Nahverkehr, Baustellenmanagement und Anwohnerschutz, das Kostenmanagement, die Barrierefreiheit an Bahnsteigen und Gebäuden. Das ist mein Vorschlag an alle, die guten Willen haben und die sich konstruktiv beteiligen wollen. Meine Damen und Herren, manche haben mir geraten, das Projekt in Frage zu stellen. Vermutlich hätte mir das sogar manchen Beifall eingebracht. Ich könnte es mir tatsächlich leicht machen und diesen Ratschlägen folgen. Aber meine Damen und Herren, es muss doch darum gehen, dass wir die Zukunft in Baden-Württemberg und in der Landeshauptstadt weiterentwickeln. Machen wir also Stuttgart 21 gemeinsam zu einem echten Bürgerprojekt. Nutzen wir das Engagement der Menschen nicht, um Verhinderungsdenken zu mobilisieren, sondern um diese Jahrhundertchance für Stadt und Land gemeinsam zu ergreifen und zu gestalten. Dass unser Land Stuttgart 21 und die Neubaustrecke nach Ulm braucht,
haben die Industrie- und Handelskammern Bodensee-Oberschwaben, Ostwürttemberg und Ulm vor kurzem demonstriert. Sie organisierten eine Fahrt mit einer historischen Dampflok von Stuttgart nach Ulm. Diese historische Dampflokomotive bewältigte die Vilstaltrasse zwischen Stuttgart und Ulm stellenweise nur mit Tempo 70. Genauso schnell fährt dort ein moderner ICE mit über 10.000 PS, gebaut für Spitzengeschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometer. Warum fährt der Zug so langsam? Weil der ICE, meine Damen und Herren, auf einer Trasse fährt, die zwischen 1844 und 1850 errichtet wurde. 40 Jahre vor der Erfindung des Automobils. 30 Jahre, bevor Thomas Edison seine Patente für die Glühlampe anmeldete. In einer Zeit, als in Preußen gerade das Dreiklassenwahlrecht eingeführt wurde. Sehr geehrte Damen und Herren, Baden-Württemberg zählt zu den wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands und Europas. Wir sind stolz auf unseren Wohlstand, auf unsere Innovations- und Schaffenskraft. Wir blicken stolz auf Weltmarktführer. Wir blicken stolz auf Erfindungen, Patente und Talente. Kann es sich dieses moderne Land leisten, an einer Schlüsselstrecke des Landes eine Infrastruktur vorzuhalten, die rund 160 Jahre alt ist? Aber noch viel mehr kann es sich unser Land leisten, dass der Zugverkehr der Zukunft wegen dieser veralteten Gleise Baden-Württemberg bald einfach links liegen lässt und auf der schnelleren Strecke über Frankfurt, Würzburg, Nürnberg, München umfährt. Meine Antwort ist nein. Und deshalb braucht Baden-Württemberg Stuttgart 21. Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm mit Stuttgart 21 und der Neubaustrecke hat für die Zukunft des Lebens-, Wirtschafts- und Arbeitsstandorts Baden-Württemberg aus meiner Sicht eine überragende strategische Bedeutung. Europäische Partner im Westen bis Paris und Zukunftsmärkte in Osteuropa bis Bratislava werden durch kürzere Reisezeiten näher an Baden-Württemberg heranrücken. Die Anbindung von Flughafen und Messe schafft eine Zentralität, wie es sie in Deutschland nirgendwo gibt. Viele Regionen des Landes gewinnen. Das Projekt schafft und sichert Wachstum und Beschäftigung. Das belegen solide wirtschaftliche Untersuchungen. Die verbesserte Erreichbarkeit schafft für die Wirtschaft im Land zusätzliche Umsätze von rund 500 Millionen Euro pro Jahr. 10.000 neue Arbeitsplätze werden geschaffen. Arbeitsplätze, die Familien ernähren, die Sozialbeiträge und Steuern erwirtschaften. Allein in der Bauzeit werden Investitionen in Baden-Württemberg ermöglicht, die das Vierfache des Engagements des Landes ausmachen. Denken wir einmal an die vielen Bau-, Metall-, Transport- oder Elektrounternehmen im ganzen Land, die von diesen Aufträgen profitieren. Wer will Ihnen eigentlich ernsthaft sagen, dass Ihr Wachstum schlechtes Wachstum ist? Dass die Arbeitsplätze, die Sie schaffen, schlechte Arbeitsplätze sind? Meine Damen und Herren, Baden-Württemberg hat nach den neuesten Zahlen das stärkste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer in diesem Jahr. 5,0% reales Wachstum, alleine im ersten Halbjahr. Unser Wachstum braucht Wege. Deshalb braucht Baden-Württemberg aus wirtschaftlicher Sicht das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, meine Damen und Herren.